Hallo ihr Lieben, ich merke gerade, der Stream hat begonnen. Hier wird mir ständig eingeblendet, dass die Expedition in 2 Stunden endet. Ich muss mich jetzt also ziemlich beeilen. Wir haben gerade die Phase 3 abgeschlossen. Jetzt müssen wir zur vierten Pilgerreise. Dings. So, frei erkunden. Aktuelle Mission. Müssen also jetzt ein paar Jumps machen. Update. Mein Mac will updaten. Das ist jetzt ein ungünstiger Moment. War doch erst ein Update. Mac OS kein solchen Monatsrhythmus wie Windows. Okay, Flotte, habe ich mir doch fast gedacht. Wir werden angegriffen. Ah, nee, Moment. Das bringt uns nichts. Nachtschiff angreifen, Flieger und dann, nee, Karte, okay, Hyperabtrieb offline, wir müssen hier weg. Muss man wieder. Ah! Lasst mich in Ruhe. Mann, Blende ein. Jetzt bin ich ein bisschen in Eile. Habe ich mir aber selbst verschuldet. Ich kam einfach die letzten Tage nicht zum Spielen. Meine, viele schöne Zeit gehabt mit anderen Leuten. Okay, wo ist unser Ziel? Ne, ist nicht unser Ziel. Da, ich sehe es. Okay. Hallo. Treffen 4, ich meine. Wenn wir Glück haben, geht das Ganze jetzt ziemlich flott. Ich habe ja schon komplette Expeditionen in einem Abend durchgezogen. Nur gehe ich jetzt halt streng nach Anleitung vor, sozusagen, also nach Missionsprotokoll. Nicht wie ich es ursprünglich vorhatte, ganz gemütlich. Ja, und heute Abend habe ich noch D&D, wo ich leite. Das heißt, ich bin ganz froh, dass ich nicht jetzt, sagen wir mal, bis 17 Uhr noch Zeit habe oder so, denn dann hätte ich dafür wenig Gelegenheit. Okay. Ist das unser Ziel? Seelenreichweite. Ziel gefunden. Pilgerfahrt abgeschlossen. Okay. Abholen. Exo-Anzugserweiterungseinheit. Leistungsstarkes Unterwasser-Sauerstoff-Upgrade. Sehr schön. Her damit.
Oh. Wo geht das hin? Nee. Es muss hier ran. Ach, zwei davon. Jetzt habe ich mir ein Ei gelegt. Egal. Freigeist mit einer anderen Extrakonstruktion. Mit einer anderen Lebensform harmonieren. Statiere. Baupläne aus einem Auto fangen. Hallo du. Hallo ihr seid. Und Merry Christmas auch dem Nachrichtenschreiber. Beschädigte Register sondieren. Das können wir jetzt ja schon. Vier, neun, 15. Zurück. Hier. Neun. 15. Vom Feuer verzerrte Hüllen ins Glas verbrannte Geister, vergessen, aber nicht ausgelöscht. Daten fließen aus dem Auto fragen, sauber, klar, leicht zu identifizieren, ein weiterer Konstruktbauplan. Es ist, als wolle er gelesen werden. Neues Produkt. Rezept gelernt. Schmiermittel. Oh Mann, oh nein. Das heißt, wir müssen Schmiermittel herstellen. Den Bauplan dafür haben wir schon eine Weile von einer Weile bekommen. Hallo? Jetzt wollte ich das gerade scannen. Ich habe sowieso keine Zeit. Schmiermittel. Was ist der Bau? Ach so. Dafür brauchen wir. Vielleicht kriege ich als Belohnung gleich die nötigen Sachen. So, gib mir. Was haben wir denn hier? Hier ist nur Gold. Das ist mal eine Bewaffnung. Okay, ich brauche, muss jetzt aber zur Raumstation. Die kann ich, da. Hey! Promotion Channel? Nein, danke. No, thank you. Na, dann schnell die Dings erweitern. Schauen, was wir die Belohnung bekommen. Na, wir können jetzt nicht um das interessante Objekt. Was ist denn da los? Leute, die alle das gleiche Raumschiff haben. Die Autofragen Raumschiff, okay.
der Herr, Tag die Damen. Tag auch an alles dazwischen. So, jetzt erstmal hier Anzug verbessern. Wir haben drei davon. Ich möchte noch mehr Platz oben drin haben. Am besten hier. Dann kann ich immer noch schauen. Wieso habe ich so viel Indium? Okay. Unten oder oben? Nicht nach unten. So. Warte, das war richtig. Ich kann nämlich jetzt ein paar unwichtige Sachen hier schnell übertragen ins Raumschiff. Nachdem ich jetzt so viel Zeug bekommen habe. Und jetzt müssen wir mal schauen. Nee. Also, ziemlich egal. Ich dachte, das gehört dazu. Hätte ich jetzt schwören mögen. Offensichtlich nicht. Was könnte es sonst noch sein? Schild ist es auch nicht. Dann steht es vielleicht für sich völlig frei tatsächlich. Okay. So. Richtiges Päckchen öffnen. Das ist für das Multi-Werkzeug. Ein abweichendes, überladende. Ah. Könnte ich das? Nee, und kein kristallisiertes Herz. Und auch keinen umgekehrten Spiegel und auch keinen umgekehrten Spiegel. So, die beiden ergänzen sich. Das ist mein Minenleser, ne? Der hat doch schon eine Überladung. Ich verstehe. Okay. Das ist alles Minenlaser. So. Belohnung abholen. Das hatten wir ja schon. Gamma-Wurzel, genau die brauchen wir. Was wir jetzt auch brauchen, um die Gamma-Wurzel herzustellen. Wir können mal kurz hier ins Kataloganleitungen, Materialien und Gegenstände, Fertigungskomponenten. Schmiermittel. Fessium. Ach, Gamma-Wurzel haben wir nur 200 bekommen. Soll mich jetzt nicht weiter kümmern. Moment mal. Das ist mein Chef. Aber ich kann. Doch, Schmiermittel hier. Okay. Dann nochmal runter auf den Planeten, wo wir gerade waren. Denn da gibt es garantiert Gamma-Wurzeln. Der war auf der anderen Seite der Station. Ah, der war es nicht. Sternknolle, Solanium, Phosphor-Kobalt, hohe Wächteraktivität.
Wurzeln. Sind sie? Oder sind das? Ja, doch, müssten Gamma-Wurzeln sein. Gamma-Gras. So, wie stark ist die Strahlung? Dass die strahlenden Planeten immer so ein hässliches Grün haben müssen. Ich sehe aber noch keine Lebensform und damit kein. Keine Möglichkeit. Das ist eine. Okay. Bin ich da? Da. Jetzt die Lebenszeichen gesehen da. Hallo du. Magst du nicht? Ich komme noch mal auf dich zurück. Guten Appetit. Kleiner. Wow. Oh, hallo. So, fest hier. Kann man den noch streicheln? Nee, melken könnte ich ihn. Ja, habt ihr schön ge. Pullert mal! Das Gefühl ist noch nicht. Oh, okay. Fässchen, 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 Fässchen. Wo war's andere? War doch auch hier irgendwo. Da. Da ist immer noch eins. Schauen wir mal, ich jetzt genügend Schmiermittel. So schwer zu sehen, wenn du da ständig. Da, Schmiermittel. Ach, brauche noch mehr Gamma-Wurzel, okay. Dann sind wir hier durch, meine Freunde. Jetzt muss ich nur mehr Gamma-Wurzeln finden. Hepatitweizen. Süßwurzel, Frachterwurf, gesunder Beutel, Gammagras. Ah, was ist jetzt passiert? Ich brauche wahrscheinlich nicht noch mehr Fezio. Aber da packen wir mal das stinkende, spritzende Zeugs ein. So, jetzt muss ich die Gammagras. Ja, finden sie. Okay, aufladen bitte. Danke.
So, ich weiß gar nicht, wie viel Schmiermittel wir brauchen. Ich glaube nur eins, oder? Nur. Ja, nur eins. Ich hatte mich schon gewundert, warum wir das bekommen haben als Bauplan. So, jetzt aber Schmiermittel. Hydraulische Verkabelung. Plan für Mocken. Fast sicher, wir hatten das schon gebaut. Okay, zurück zum Flieger. Wobei zurück zum Flieger jetzt heißt, ich rufe ihn mehr schnell. Bin zu faul. Oder besser gesagt, wir haben nicht die Zeit. Sprich zu mir und erzähle mir, kann ich dieses hydraulische Dings bauen oder nicht? Nein, ich kann es nicht bauen. Expedition. Zimmerdata, schmiede den vierten Atlas. Ja, die üblichen Sachen halt. Okay. Dann. Rufe mir das hier. Das Nexus. Da kann ich schnell die Baupläne kaufen. Immer noch voll wert, dass wir das nicht haben. Okay, jetzt nochmal schnell nachschauen, was exakt brauchen wir. Hydraulische Verkabelung, magnetische Riss, hydraulische So, was hier? Na, dafür brauche ich Naniten. Naniten sollten wir jetzt haben. Nee. Das ist wahrscheinlich hier Syntheselabor. Nein, 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 ja. Mal hydraulisch. Brauchen wir Salz. Magnetisiertes Ferrit. So. Okay. Wie viel brauchen wir davon? Eine. Und von der hydraulischen Verkabelung zwei. Und wir haben kein Salz. Wieso haben wir kein Salz? Ich dachte, ich hätte Salz gesammelt. Eine Minute 50.
So, diesen Planeten hat es definitiv kein Wasser. Und Salz finden wir da, wo Wasser ist. Planeten schauen. Ah, ich dachte, ich wäre jetzt weit genug weg, aber die Planeten sind halt. Da ist Wasser. Wo Wasser? Da Salz. Moment, ich sollte aber schon irgendwo. Uah. Wieso hat der Planet jetzt plötzlich keine Landmasse mehr? Ah, jetzt. Wahrscheinlich, weil ich nah genug ist, dass die Nebeldecke eingeblendet wurde. Da scheint es gerade zu stürmen. Was zur Hölle? Ah. Nicht so schnell. Temperatur. Okay. Müsst ihr mir schon sagen, was da drin ist? Salz. Nee, Chlor brauchen wir eben nicht. Zytophosphat brauche ich aktuell auch nicht. Okay. Hallo, ihr ist es. Oh, ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen, sehe ich gerade. Okay, jetzt kommt der harte Part hier hoch. Und so hart war es gar nicht. So, wir haben das Salz. Jetzt brauchen wir vier Kohlenstoff-Nanorohre. Dazu fehlt mir wiederum Kohlenstoff, aber ich glaube, das ist jetzt kein Problem. Wir haben, was macht das Salz da? Ach, das ist Zytophosphat, okay. Wir haben verdichtet Kohlenstoff, auch nicht mehr so viel. Und sind jetzt auf dem Planeten, wo es davon alles nichts gibt. Da, Kohlenstoff. Ich sehe dich. Aber du bist mir noch zu wenig. Nee, komm, wir gehen auf einen anderen Planeten. Mich ja ewig am machen. Ich will nicht handeln, danke. Ja, X.
Du willst meinen magnetischen Resonator? Tut mir leid. Ja, du kriegst woanders sicher Hilfe. Mach weg. Blühend. Blühend ist gut, ich brauche jede Menge Pflanzen. Vor allem auch, weil ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, wie schnell ich durch meinen Kohlenstoff gegangen bin. Brühend. Vorsicht, kommt mir nicht zu nahe. Ihr besteht aus Kohlenstoff, ich brauche Kohlenstoff. Das könnte gefährlich für euch sein. Dann erst. Kohlenstoff, wir haben jetzt genügend. Tatsächlich haben wir sogar ziemlich viel. Was? Okay, wo ist der Flieger? Die Signale. Ja. So, jetzt aber komm. Kohlenstoff-Nanorohr, zwei Stück. Ne, vier. Zwei davon. Und ein Bein, bitte. So, ich denke, jetzt müssen wir weiter zu Atlas. Minotaurus-Geobucht. Ionenakkus. Okay. Atlas. Das heißt, wir müssen zusehen, dass im Raumschiff unsere Startschubdüsen vielleicht mal wieder voll sind und unser Hyperantrieb ist noch gut aufgeladen. Okay, weg hier. Ist da der Atlas da? Galaxie frei erkunden, Expeditionsroute. Also kriege ich nacheinander immer ein Roboterbauteil und Atlas? Du bist nicht Atlas. Suche die Priesterentität Nada auf, bevor du zu Atlas vorfährst. Okay. Nada, was willst du mir erzählen? Hast du gerade das gesehen?
Du weißt etwas, Reisender. Du weißt viele Dinge, die Nada nicht wissen will. Aber dieses Muster, das du gerade in deinem Geist lässt, denkt Nada, könnten wir teilen. Enthülle Konstrukt. Reisende Entität möchte wissen, ob dies Leben ist, denkt Nada. Was ist Leben, Reisende Entität? Welches Wesen weiß es? Nur eines, und Nada wird sich seiner seltsamen roten Konvergenz nicht nähern. Aber Glas, leerer Abgrund, Atlantide, nichts als Worte, eine Lücke, um Verständnis zu füllen. Eine Lücke, der wir uns beide nähern können. Nimm diese Fragmente, dieses Atlantideum, enthülle es den alten Orten. Dann werden wir sehen, ist das das Erste, ist das Letzte oder ist das etwas anderes? Nada danken. Dieses Ritual, wenn es ein Bewusstsein offenbart, wird es ein Zuhause benötigen, Reisenden wir. Es wird andere brauchen. Okay. Hast du mir jetzt nicht was gegeben? Ich bin offen, Sachen, die ich definitiv nicht an mir brauche. Seelenfragment? Ach, es ist das, was er mir gegeben hat. Weil einen Gemütstrahl habe ich ja nicht. So, Saat des Willens können wir auch ins Raumschiff packen. Warte mal, Expedition. Was ist jetzt passiert? Ich will meine Karte. Expeditionsroute. Wir sind hier irgendwo. Wo ist der Atlas? Das hilft mir jetzt gar nicht. Ich wollte ein bisschen Freiraum. Jetzt sag mal, ist irgendwas auf der Karte, das ich übersehe? Expeditionsroute hier. Und hier sagst du mir, ist auch mein Ziel. Ich sehe hier aber kein Ziel. Das ist eine Raumstation und kein Atlas Sam. Jetzt habe ich ein Problem, echt. Achso, hier. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Ist das nicht mein Planet?
Es muss alles hier sein. Muss ich noch irgendwas mit Polo besprechen? Gehen wir nochmal aufs Protokoll. Präsentiere das Konstrukt dem Atlas. Ah, shit, jetzt mit dem zu nahe gekommen. Aber ich glaube, Polo kann einem immer sagen, wo man eine Atlas-Schnittstelle findet. Müssen wir noch was bereden? Ich glaube nicht. Polo? Nach Atlas Stationskoordinaten fragen. Okay. Trigo was hatte. Okay, Atlas Stationskoordinaten. Karte! Ja. Freier Kundenherz der Galaxie Expedition. Ich habe keine bekommen! What the fuck? Jetzt soll ich plötzlich wieder zu Nada. Nada hat nichts mit mir zu sagen. Spiel, wenn du so auspackst, dann kann ich die Expedition nicht schaffen. Ich bin zum dritten Mal hier und jedes Mal dauert das eine halbe Ewigkeit, bis man da ankommt. Und dann kann ich erst draußen testen, ob ich innen das Richtige bekommen habe. Nada, warum erzählst du mir nicht, was ich wissen muss? Ich habe mit Nada gesprochen, er erzählt mir nichts anderes mehr. Nach der Anomalie fragen? Nein, das ist. Also eigentlich hätte er sie mir jetzt gegeben, hat er aber nicht. Das war dasselbe wie vorhin. Und genau unser Gespräch war auch schon dasselbe wie vorhin. Da ist doch ein Bug im Spiel.
Welche Gruppe? Es gibt hier keine Gruppe. Und es gibt hier keine Atlas-Schnittstelle. Und nichts, was ich tun kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch machen soll. Singularity Redux. Stuck with nada. Cannot seem to find an Atlas station. I have not visited. I have traveled so far and talked to Polo and it still takes me. Ja, ist das bewiesen? Ja, also mit beiden gesprochen. Select the last expedition milestone before the optional ones should be highlighted on monolith that you have to interact with. Okay, schauen wir mal. Expedition. Anscheinend müssen wir jetzt erstmal dahin. Also es stand da, wir müssen ja die letzte auswählen und diesem Ding scannen und die optionalen Geschichten rauslassen. Ich mag jetzt nicht Raumkämpfe machen hier. Ja, andere Probleme. Na, das eigene Ruhestätte. Willst du mir jetzt. Das kann ich nicht glauben. Also wahrscheinlich nur so gemeint, dass. Willst du mich veralbern? Das ist der Monolith. Sorry, aber jetzt bin ich halt ein bisschen sauer, weil. Hallo? Durchtränke den Ort mit Atlantideum, um mehr über das Konstrukt zu erfahren. Führe das Ritual bei dem versteckten Podium. Was? Was um was? Die Schnittstelle leuchtet, das Atlantideum kräuselt sich noch immer in ihrem Kern. Der Stein selbst scheint sich zu verändern. Seine kalte, polierte Oberfläche verwandelt sich ein Stück Technologie. Untersuchen? Okay.
wohl brauchen. Stimme des Atlantiden. Ich höre die Fernstimmen der Korvax-Entitäten, die hier beteten. Und doch ist da noch eine andere Stimme. Disharmonisch unverkennbar, immer lauter werdend. Während sie widerhallt, leuchten die Worte in meiner eigenen Sprache schwach auf dem Denkmal auf. Was ist eine Hülle, wenn nicht ein Gefäß? Aus Silizium, Glas, Metall oder krass, Planet? Sie erwachen aus der Leere, sie alle sind erwachen als Antwort, im Einklang gegen die Auslöschung. Sie wird uns erblicken, ihre Kinder. Echosamen. Okay. Von Echosamen erfahren. Sind wir aber wieder Expedition? Praktisch einen Schritt zurück. Nee, vervollständige den Bauplan. Oder kann ich das jetzt abkürzen? Ich denke, ich muss alles machen. Okay. Ich habe hier keine Störung, also kann ich auch mal kurz hier nachlesen. Grand Diversion, Senator Highlight at the Station for you. Okay, schauen wir mal. Zurück zum Flieger. Ja, aber bis ich das brauche, hätte ich dann bitte doch ganz gerne. Ich will nicht in die Höhle. Was soll ich denn da? Schon wieder ein Bug. Bugs häufen sich jetzt gerade. Ja, das ist sekundär Waffe ändern. Kuss, Kuss ist mein Haupt. So. Nein, ich will das früh. Expeditionsroute. Das ist mir doch gerade was eingeblendet. Aktuelle Mission doch jetzt. Da ist sie. Aber nicht Herz der Galaxie Expeditionsroute. Emerald Antrieb erfolgt. Jalex, Alex. Ja, ich hatte gerade ziemlich Schwierigkeiten mit dem Ablauf, der hier irgendwie nicht ganz sauber ist. Ich musste eine spätere Mission machen, bevor ich die Mission machen kann, die ich jetzt habe. Jein, dürftest gerne mitzocken, aber. Ich bin jetzt praktisch in Zeitnot, weil die Expedition in einer Stunde vorbei ist. Stunde, anderthalb, sowas. Und das heißt, ich kann mich auf die unweigerlichen Geschichten. Was ist jetzt hier los? Also die Reibungsprobleme, die man typischerweise beim Multiplayer hat, greife
gerade nicht einlassen, sonst hoffe ich es echt nicht mehr. Ich bin jetzt in der vierten Phase und wir müssen fünf abschließen. Ich habe hier sowieso aus Versehen schon mir einen Willibar 28 eingefahren. Mit dem ich nicht wirklich was zu tun habe, der mir als Squad-Mitglied oder sowas angezeigt hat. Ja, darauf kommt es in etwa raus. Ja. Objekt wird. Beeil dich. Wirklich, beeil dich. Aber du siehst, selbst wenn man nicht direkt im Multiplayer spielt, also im Koop spielt, das hat man schon Probleme. Jetzt. Präsentiere Teile des Konstrukts. Nada, Divergent allein, meint, dass Nada mit der Zerstörung von Korvax Primus erwacht ist. Nada offenbart, dass Nada in der kleinen Konvergenz an Bord der Anomalie glücklich ist. Nada verurteilt die Atlas falsche Ketzerei unter den Korvax. Wieso erzähle ich das dem Atlas? Nada wird Echosamen für Nadas Simulationen pflanzen. Der Atlas wird mich eigene Samen schmieden lassen. Es ist alles derselbe Kreislauf, Saat des Lebens. Gut. Jetzt weiß ich, warum der noch da stand. Können wir gleich machen. So. Expedition. Belohnung. Okay. Belohnung. Unkontrollierbarer Schimmel, lebende Perle. Das Rettungsboot bringe den Echosamen zu Nala. Okay. Das ist nicht mein Schiff. Mein Schiff ist dahinter. Wenn du dabei sein willst, dann also nachher, falls das klappt. Dann würde ich persönlich sagen, also mein Ziel wäre jetzt dann gewesen, wenn ich danach wieder No Man's Sky spiele, die nächste Expedition zu beginnen. Die ist dann nicht mehr so unter Zeitdruck. Ja, du wolltest Reihenfolge voll verkehrt rum. Das war ein echter schlampiger Bug von den Erstellern. Tach, Nada. Den Echosamen enthüllen. Alle Identitäten verdienen ihre Konvergenz reisender Identität. Korvax, Konstrukt, Nada, reisender Glas. Glas, 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 Glas. Bewusstsein, Bewusstsein. Viele sehen es nicht, aber Nada sieht es. Sie sieht das Muster, das sich über alle Realitäten erstreckt. Nada denkt über den Echosamen nach. Dieses zerbrechliche Gefäß, das Fragment eines an die Zeit verlorenen Geistes. Unser Zuhause ist ein Rettungsboot reisender Identität. Wir sind einem Rettungsboot begegnet. Nada wird noch ein Willkommen heißen. Ja. Nimm diese Dinge, Konstrukten, Samen mit zu Polo, weil du wissen, was zu tun ist. Okay, hallo Polo. Du warst fleißig, reisender Freund. Du hast einen eigenen Konstruktfreund gebaut. Ah, aber das sind doch nur Teile. Nun, das ist kein Problem. Ich habe schon viel mit schlechterem gebaut. Schöne Teile werden einen schönen neuen Freund ergeben, ja? Teile, Konstruktbaupläne.
Polo scannt die Pläne für das Konstrukt, aber aber er dreht die Teile in Händen und in Gedanken. Der Gag scheint in seinen Gedanken versunken zu sein. Es wird Zeit benötigen, um das Konstrukt zusammenzubauen. Die neue Heimat des Echo Sams. Ich sollte später zurückkehren. Eine Stunde 15 Minuten. Verbleibende Montagezeit 10 Minuten 50. Wähle weitere Meilensteine aus dem Expeditionsprotokoll. Ja gut, also das ist. Mach da. Petition. Phase, letzte Phase. Ah ja, ist nur alles zusammenfassen. Ich bin gerade erschrocken. Ich dachte, hier habe ich jetzt doch noch zwei Phasen. Schließe die letzte Pilgerfahrt ab, schmiede den letzten Atlas. Okay, das funktioniert so nicht. Ich muss auf das Rettungsboot warten. Da hat jemand eine Guppi. Ich liebe Guppis. Guppis sind diese kleinen hier. Die praktisch gar keine Finnen haben. Die gibt es noch mit kürzeren Finnen hier unten, glaube ich. Ja, ich hatte mal so einen in Blau, aber in einem anderen Spiel. Ich habe es verkauft. Ich habe es zerstört, weil ich noch eine richtig edle Variante hatte. Und dann habe ich mich so geärgert, weil die hat einen Vorteil. Die ist so super klein. Wenn jemand auf die schießt, und du kannst auf Planeten unglaublich wendig sein und so. Die ist echt super. Und sehen süß aus. Das Lustige ist, ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Ein bisschen Ordnung machen am besten. Ne? Was? Nein, nein, interessiert mich jetzt gar nicht, was da ist. Ich bin nur mal ganz kurz weg. Expeditionsroute will mich woanders hinführen. Wohin? Dahin. Na, vielleicht kann ich schon mal vorausfliegen. Also ich habe die Phase jetzt so gut wie abgeschlossen innerhalb einer Stunde. Das heißt, die letzte könnte ich auch noch schaffen. Jetzt muss ich halt wieder kämpfen. Müsste ich schon für einen entscheiden. Spiel. Automatikspiel. Nimmt aber, der schluckt aber gewaltig was weg. Okay. Ich habe gerade keine Waffen. Nein, mach weg, mach weg. Genau. Jetzt. Okay. Wir sehen uns gleich wieder.
Oh, die waren hinter mir her. Ja. Und ich hinter ihnen. Schön, schöne Frachter. Fliehen im Anbetracht des Sieges. Eine Rakete abbekommen oder sowas. Okay, Moment. Ich muss mal schauen, ob ich hier was machen kann. Nehme ich die Einladung an und schaue mir den Frachter an. Wahrscheinlich hätte ich jetzt eh kein Geld, um den zu kaufen. Einen habe ich ja schon angenommen. Aber wenn der S-Klasse ist, dann nehme ich den. Tag, Herr Kapitän. Kapitän, Mokkapitän. Kovacs mag ich sowieso. Frachter inspizieren. Na, C-Klasse. Ablehnen. Schade. Schönes Teil. Aber C nützt uns nichts. Was will ich denn da? Nee, nicht verlaufen. Nee, nee, nicht verlaufen. Okay. Schauen wir mal, wie es mit Polo aussieht. Wo ist mein Schiff? Da, falsche Seite.
Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier in diesem System bin. Was ist mit dem Frachter? Ich war doch gerade da. Oh, wie sieht's aus? Neun Sekunden. Ha, na dann. Und die Zeit ist sinnvoll verbracht. Polo. Wird. Geht's unseren neuen Freund, besuch unseren neuen Freund. Sieht er denn Echosums zurück im Konstrukt an? Was willst du von mir? Wieso das Konstrukt an Bord der Weltraumanomalie? Nur zur Hölle soll das sein? Besuche das zusammengesetzte Konstrukt. Warte, ich sehe. Hier, das ist das Konstrukt. Guten Tag. Kleiner Simulationszweig inaktiv. Gefäß erwartet Eingabe. Echosamen einpflanzen. Ein Geschenk des Atlas für dich. Oh, das hat nicht viel gekracht. Registrierte Empfindungsecho auf lokaler Hülle? Echosperre gesichert. Ablehnungsereignis erkannt. Hülle stabilisiert. Installationsprozess übergibt den lokalen Thread die Kontrolle. Verloren, 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 verloren. Wo, wer, Hülle, Hülle, verloren, andere. Zusammengesetzt kannst du wieder diese wenigen gleichen Worte an einer Schleife. Ich kann nicht sagen, ob es sich dabei um Schmerz, Verwirrung, Überraschung oder nur um die zufälligen Echos eines stark zerfallenen Daten. Ist es Gott. Sorry. Geklingelt. Allerdings werde ich nicht aufmachen, weil. Geht es? Telenada, die mit. Wo bin ich jetzt schon? Da will wahrscheinlich jemand nur in den Hof gelassen werden. Und da können andere mal aufmachen, das mache ich dann so oft. Warte mal, Nada oder? Ja, Nada. Hallo Nada. Die Wiedergeburt ist eine Herausforderung, Reisende, aber mach dir keine Sorgen. Das Echo-Konstrukt wird sich mit der Zeit an unsere neue Hülle gewöhnen. Wir werden ihm helfen. Aber reisende Identität, es ist einsam. Nada kann es fühlen. Es fühlt sich auf unserer Anomalie nicht zu Hause. Nach einer Alles-Bahn-Erkundigen.
Es wird andere geben. Reisende Entität Atlantidenium ergießt sich über die Erde. Echos rufen nach Rettung. Es muss andere geben. Poli wird sich von Nada retten und Nada wird ihnen helfen zu leben. Nada glaubt, dass mehr Echosamen existieren. Sprich mit Polo über eine der Herstellungsmethode. Hallo Polo. Nada hofft, noch mehr Echo-Freunde zu retten, ich weiß. Er war schon immer sehr großzügig, reisender Freund. Und so werden wir beide nun dem lieben Nada helfen. Nimm dies und gehe dorthin, wohin ich nicht gehen kann. Du wirst nicht viele Echos finden, noch viele Echos finden. So viele verlorene Samen, so viele neue Freunde für unser kleines Heim. Resonanzverstärker braucht etwas Wasser. Verwende auf dissonanten Welten das Analysevisier, um Empfindungsechos zu lokalisieren. Verwende bei der Ankunft an einem Echo-Standort den Scanner, um naheliegende Anomalien vollständig aufzudecken. Okay. Jetzt machen wir erstmal etwas die Wasserstoff. Dann muss ich wieder auf den Planeten runter. Überhaupt kein aktuelles System. Ich weiß nicht, wer Willi war ist. Ich weiß nicht mal, wer Willi war ist. Warum sollte ich mit ihm reisen? Dass das automatisch Squads zu, oder ja, Mitspieler zusammenstellt, das ist irgendwie bescheiden. Aber Willi war musste jetzt auch ungefähr zeitgleich in der Anomalie gewesen sein. Mann, du wirst doch hier irgendwo ein Plätzchen für mich finden. Den wahrscheinlich kurz hoch. Zu schnell. Also, ist das da nicht das Zeichen für einen feindlichen Scanner? Okay, das müsste eigentlich schon reichen. Viel hat ja nicht gefehlt. Umstellen hier. Okay, passt alles zusammen. Analysemodus normal. Das ist wohl kein, ja, kein Planet von dieser Sorte. Keine Zeit zu scannen. Das ist mir wieder typisch. Kann die Planeten gar nicht sehen. Gefrierender Planet. Jetzt holen wir uns erstmal Expedition. Rettungsab. Belohnung. Stasegerät. Verrostetes Metall. Ja, ich weiß, du bist das Rettungsboot. Wir haben es gelesen. Ich muss sagen. Hilft doch nichts, ich muss trotzdem auf diesen Planeten. Ja. Das war der, der für uns uninteressant war. Rasselnder Planet, kann ich gar nicht. Gar keine rasselnden Planeten.
einsamen Zunader. Okay. Das war nicht der geplante Weg, um Samen zu finden, aber es hat wohl funktioniert. Moment, das bist noch du, oder ja? Das bist noch du. Speichersignal. Wo ist das blöd? Anomalie. Keine Zeit für Angriffe. Tada, ich habe was für dich. Moment, das ist doch das, was wir schon gemacht haben. Im Nahe des Primus Terminal. Ich sage, die Sequenz ist gebrochen. Also raus hier. Nein, ich will nicht ein lieber Assistent. Du wirst mir jetzt aber nicht erzählen, dass ich. Nein! Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwas stimmt noch nicht und ich soll noch mal in die. Mensch. Das ist das terminale Primus. Das kann doch kein Mensch ahnen. Ich dachte, das ist. Nee, Moment mal. Du bist mich doch da zum. Terminal Primus ist der Hauptrechner der Station. Upload vorbereiten. Und gültiges Echo-Paket. Schwellenwert von Netzwerkempfindlichkeit des Kollektivs 1,6%. Modul des Echo-Kollektivs zu synchronisieren. Modul der Empfindungsüberwachung. Echo-Kollektiv, Empfindungsfälle. Ein sich verändernder Wirbel von Atlantinen, bestehend auf Stärke von Willen des Kollektivs, der nahe das Primus-Sammel untergebracht ist. Aktuelle Empfindlichkeitsschwelle unbekannt. Die Körner schwingen in einem Muster, aber die Botschaft ist unverständlich. Weiteres Echo gerettet. Schön. Habe ich nicht abgeschlossen? Doch. Okay. Vorne sehen. Übernehmen Scanner-Upgrade. Notsignal-Scanner. Notsignal-Scanner.
Expeditionsbelohnungen. Helm des Wanderers. Phase 4 abgeschlossen. Letzten Treffpunkt erreichen. Also ich habe jetzt etwa schon 1,5 Stunden gespielt, habe doch 1,5 Stunden gebraucht. Für diese Phase. Aber ich glaube, die 1,5 Stunde, was ich hatte, immer geschuldet, dass ich hier eine Phasendivergenz hatte. Nein, aktuelles System. Ich weiß ja nicht mal, wo Willi war. Okay, okay, ich bin schon da. Deshalb hat er mir dieses System angezeigt. Nein, ich will nicht andocken. Ich weiß ja nicht mal woran. Was war denn da? Ach, die Raumstation. Okay. Ach, Nemo. Ja, doch, die Sitzung läuft jetzt seit 1,5 Stunden. Sind wir jetzt aber wirklich auf den letzten Drücker gemacht haben. Ach, ich musste heute ausschlafen. Das war nicht anders machbar. Vielleicht mal auftanken. Tanken, tanken, tanken. Ich habe also gar nicht so viel Tritium. Interessiert das feindliche Schiff jetzt nicht. Ich habe hier andere Dinge zu tun. Wenn ihr meint, ihr könnt das überleben. Gegen mein Inframesser echt nicht viel ausrichten. Hä? Das macht jetzt nicht viel Sinn. Er hat doch, wie gesagt, 4, jetzt sind es plötzlich 5. Nein! Habe ich ein Problem? Mir ist das Natrium ausgegangen. Oder er zeigt mir einfach die falschen Sachen an. Wer hat mir denn da jetzt geholfen?
Jetzt zeig mir mal, habe ich wirklich kein Natriumnitrat mehr? Vielleicht hat es auf dem Planeten ja welches. 1 Kilometer. Und das unter ständigem Beschuss. Okay. Weißt du was? Signal, Terra, okay, ist zu weit. Okay, Ziel in Reichweite, Signal wird festgelegt. Letzte Pilgerfahrt abgeschlossen. Extrakonstruktbaupläne. 15. Ah, okay, wieder schreiben mit 11, 5. Ah. 15, 4, 10. Okay. Ich bin überrascht, dass wir immer noch dasselbe Muster haben. Speicherauszug. Download fertigstellen. Wer wurde vergessen? Wer hat sich erinnert? So, wir brauchen noch mehr ionisiertes Kobalt. Antimaterie, ein kristallisiertes Herz. Okay. Nicht sicher, ob ich das Auto nehmen sollte. Ach so, und Exo-Anzug, Kobalt, ionisier mal. Gravitino-Ball möchte ich jetzt nicht, danke. Da 500 Meter die Richtung. Entfindungsecho in unmittelbarer Nähe. Aber wo? Ah, da.
Moment. Brauchen wir es dafür? Diese andere. Nee. Ein fortgeschrittener Minenleser. Herz, Kuss, Kuss. Ah, das hat mich. Auf das Feld eingerichtet. Blitzwerfer und Neutronenkanone. Gekaperter Laser. Echosamen. Echosamen war aber gar nicht das, was ich jetzt brauchte, oder? Kristallisiertes Herz. Phase 5, neue Belohnung. Ach. Natürlich auch blöd. Es kann ja sein, dass ich die Baumarealien, die ich jetzt brauche, hier bekomme. In den Belohnungen. Inventarfall. Sehr schön. Au. Was ist das? Pflanzen, die interessieren mich nicht. Exo-Anzug, jetzt müssen wir wieder Sachen übertragen. Die Gamma-Wurzeln brauche ich gerade nicht. Das brauche ich alles erst, wenn ich wieder auf eine Station komme. Und dann kann ich jetzt die. So habe ich fleischige Stückchen bekommen. Atlantidreaktor. Ja, das ist das, was ich jetzt machen sollte, ja. Mordit? Hey, wieso bekomme ich. Ich habe nichts gemacht. Ich will jetzt auch nicht auf einem, irgendeinem verfallenen Frachter landen. Na, da glaubt, das ist das könnte Auto fahren. Ja. Gibt's das Analyse um Empfindungs. Ja, das war eines der optionalen Dinge, oder? Nee, die sind optional. Empfindungsecho.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du. Was? Das ist nicht, was ich suche. Das ist, was ich suche. Aber zeigt es mir nicht an. Moment. Moment, 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 Moment. Ich gehe trotzdem mal hin. Jäger, Mörder, Geldrück. Er zeigt mir nicht an, dass das Missionsziel ist. Vermute mal. Hier sagt er mir doch aber ein. Der Erfindungswellenfortschritt ist fertig. Wähle weitere Meilensteine aus. Kommuniziere mit dem Atlas. Okay, kommunizieren wir mit dem Atlas. Mal sehen, was der alte Schlimi mehr zu sagen hat. Halbe Stunde. Und das ist verwirrender als je zuvor. Ich glaube, das war eben ein Gemeinschaftsprojekt, dass man diese sammeln sollte. Und das Gemeinschaftsprojekt ist schon abgeschlossen. Deshalb kann ich daran nicht mehr teilnehmen und den optionalen Punkt nicht abschließen. Ah, und das erklärt doch, warum vorhin die ganze Geschichte durcheinander war, weil das Gemeinschaftsprojekte waren, die nicht mehr abgeschlossen waren. Deswegen hat die Reihenfolge nicht mehr ganz gestimmt. Ah, da steht ja schon wieder jemand. Trigo, hau ab. Hau ab, Atlas gehört mir. Alles, was der Atlas geschaffen hat. Vor Unendlichkeit Bewegungssätze. Keine Zeit mehr zu lesen. Wenn der Atlas die Botschaft für mich hat, liegt sie jenseits meines Verständnisses. Sie liegt jenseits. Vielleicht gibt es keine Botschaft. Vielleicht kann der Atlas nicht sprechen und wird das auch nie tun. Vielleicht gibt es nur das, was ich mir wünsche, dass der Atlas sagte. Okay. Ja? Saat der Hoffnung. Schmiede die Saat der Hoffnung. Gebet erledigt. Glyphe 16, Saat der Hoffnung, Belohnung, Portal-Glyphensatz. Wusste gar nicht, dass ich den nicht habe. Blasenballen.
Klapperwirbelsäule. Jetzt muss ich zur Raumstation. So, Moment. Jetzt ja meistens auch noch eine normale Raumstation. Ja, da sehe ich schon das Symbol. Was ist jetzt? Freund, das ist eine Raumstation. Gut, tut mir leid. Keine Zeit für dich. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Das ist auf der anderen Seite. Muss ich erst den abschließen, um die freizuschalten, denke ich mal. Gib mir Platz, gib mir Platz, gib mir Platz, Platz, Platz. Okay. Ja, machen wir mal was mehr hin. Was kann ich hier machen? Flieger verbessern. Hier. Mann, was für eine Hektik. Da war auch nichts. Also kann man den Inventar erweitern. Multiwerkzeug. Anwenden, anwenden, anwenden. Okay. Letzten Adressar geschmiedet. Jetzt. Anomalie. Den Samen dort einwerfen, dann hoffe ich, dass die Mission abgeschlossen ist. Psst, jetzt lass mich da rein. Kundschafter, cool geil. Wo kommen die Titel eigentlich her? Okay, zur Sicherheit habe erst noch schnell Empfindungsecho auswählen. Zwei Seelen, 100%. Das sollte doch reichen. Ja, es reicht. Okay, Expedition, Belohnung abholen, Korax-Bad für Reisende.
15 Koroks, warte. Das war die Belohnung. Dem Konstrukt Leben einhauchen. Das Konstrukt existiert aber noch nicht vollständig lebendig. Eine Entscheidung steht an. Vervollständige das Konstrukt mit dem Atlantid-Reaktor oder der SATA-Hoffnung. Wähle eine der beiden Möglichkeiten. Zündung Atlantid oder Zündung Karmesin in Rot, um fortzufahren. Die Wahl hier lässt sich nicht umkehren und es kann nur eine Option gewählt werden. Wir haben. Aber ich glaube eh nur eines davon. Hallo. Hülle von einem beruhigen. Ein Echo-Kollektiv. Das zusammengesetzte Konstrukt ist eine eigene Identität, getrennt von den Überresten, die ich auf dem Planeten verstreut gefunden habe, getrennt von dem wachsenden Kollektiv in naher Simulation. Es ist mehr als ein Echo geworden. Ich kann es nicht einmal mehr aus seiner Hülle reißen. Und dennoch fehlt ein Stück. Es ist unvollständig. Seine Hülle formt es, aber es definiert es nicht. Es muss einen Funken geben, sah der Hoffnung Plan. Dieser Atlas-Samen war ein Geschenk. Damals verstand ich seinen Zweck nicht, aber jetzt verstehe ich ihn. Dies ist der Funke, das lebende Fragment des Lebens. Und doch ist dies die richtige Entscheidung. Wenn der Samen einmal gepflanzt ist, gibt es kein Zurück mehr. Seine Hülle und sein Echo werden endgültig miteinander verschmolzen sein. Ja, natürlich. Kernprotokoll angeglichen. Karmesinrot. Hülle hier, vollendet, intakt, fertig, ganz lebendig. Sprachsynthese, teilweise stabilisiert. Begrüßen. Hey du! Diese Hülle dank deiner Hülle, anderen Identität. Hier Hülle wird akzeptiert. Dieses Echo lebendig. Meilenstein abgeschlossen. Bewusstsein gesät. Ah, deshalb war das jetzt optional. Weil man zwei verschiedene Möglichkeiten hatte. Im Konstrukt Leben eingehaucht. Ich mit Nada und Polo. Zündung abgeschlossen. Ja, Ach hier, Belohnung abgenommen. Aber ich muss mit Nada und Polo sprechen. So, wir kommen zu unserer. Nichts, dass ich gerne das alles war. Nada macht keine Scherze. Okay. Optionale Meilensteine 1 von 2, ja, logisch. Zündung. Expedition Nummer 10. Expeditionsbelohnung erhalten. Expedition vorbei. Ich hab's geschafft. In knapp 2 Stunden. 2 Stunden 20 hatte ich, glaube ich. Akzeptieren. Okay. Jetzt mache ich aber erstmal Feierabend für mich. Ich denke auch, Jalex, Alex, bist du noch da? Wenn ja, dann mache ich vielleicht noch kurz weiter, aber wenn nicht, dann mache ich jetzt Schluss. Also, ich meine, wenn du noch da bist, macht Sinn, jetzt, da die Expedition abgeschlossen ist. Weil wenn nicht, dann gehe ich raus spazieren. Es ist herrlichstes Wetter hier. Ich glaube ja, ich glaube, ich werde spazieren gehen. Dann sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis bald und ich bin mit diesem Safe noch nicht vorbei. Ich habe ja anfänglich eine Station geschaffen und diese Station möchte ich noch ausbauen und daraus möchte ich auch sozusagen noch eine Folge machen. Es kann aber sein, dass ich das als Let's Play mache. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis bald.